Wer ganz fix das nächste Level erreicht, zeigt sich jetzt. Die Ergebnisse des Spiels Notstand am Hochstand werden ins Forsthaus geschickt. Das Siegerpaar ist beim ersten großen Absägen geschützt und kann von den anderen nicht abgesägt werden. Wer darf sicher bleiben? Dun, dun, dun. Wer wird als zu starke Konkurrenz gesehen oder ist unbeliebt? Jetzt kommt die bittere Wahrheit. Oh, oh mein Gott, so. Also, ich fange mal mit dem Letzten an. Also, letzter Platz, also Philipp und Adriana. Zeit abgelaufen. Eh alles fast erraten, sag ich mal, ne? Aber ja. Und ich hab's eh fast richtig gehabt. Mit fast. Mit Bären. Mit Bären. Ja, das ist Burgenländisch. Burgenländisch, das heißt, du prumpft auf Deutsch, nicht? Ja, aber ja. Ist halt Bären. Ja, egal. Bambi und Senat, Zeit abgelaufen. Ja. Das war's schon. Haben wir beide versagt. Kerstin, Scott, Zeit abgelaufen. Umso mehr ich mich jetzt aufrege, umso negativer wird es für mich. Jetzt haben wir die heutige Challenge verkackt. Das heißt, vor dem Absingen sind wir nicht sicher. Das heißt, man muss jetzt auch schon achten, was man auch sagt und so. Luis und Lev, Zeit abgelaufen. Wir hatten alles richtig und es kommen einfach nicht aufs geschissene Lösungswort. Ich glaube. Jetzt kommen wir zum vierten Platz. Wendy und Josef mit 28 Minuten und 18 Sekunden. Dritter Platz. Sonja und Rebecca mit 17 Minuten und 34 Sekunden. Klar schaffst du es in kürzerer Zeit und wir haben doch viel Zeit verschissen, sage ich jetzt einmal. Mit dem einen Wort und dann mit der Lösung auch. Ja. Gewonnen hat der erste Platz. Maria und Manuel mit 13 Minuten und 32 Sekunden. Tara und Kat mit 13 Minuten 58 Sekunden. Ja. We are champions. Sorry. 26 Sekunden? Ja, 26 Sekunden so, haben uns zum Sieg gefehlt. Ja. Ich mach das nicht so oft, gell? 13 Minuten? Nein, du warst super. Danke. Ein schönes Gefühl. Das Gewinnerpaar ist beim morgigen großen Absägen geschützt, kann daher nicht abgesägt werden. Ihr seid safe. Also, war es nur um Sekunden schneller? Ja. Es war sauknapp. Maria und Manuel, herzlichen Glückwunsch. 26 Sekunden. Wow, gratuliere. Hast du das erwartet, dass die nur 26 Sekunden nach uns fertig worden sind? Auch dass die auf die Wörter gekommen sind, wie dieses Furzen da. Höchsten Respekt. Ja. Du, jetzt ärgere ich mich schon. Ich denke mal, es ist wirklich gut dafür, dass wir so niedrige Erwartungen hatten. Aber nächstes Mal geben wir extra Gas. Da bemühen wir uns noch mehr. Heute waren wir immer noch ein bisschen entspannt, aber jetzt ist der Kampfgeist geweckt. Ja. Voll. Bei euch vielleicht. Beim Team Josef und Wendy sieht's da ganz anders aus. Er hat es hier immer noch schwer, der Herr Friseur. Und deswegen. Wir kommen rein, wir müssen was erzählen. Oh oh. Gibt's was zum Erzählen? Ja. Okay. Ganz kurz eure Aufmerksamkeit. Es ist in euer Interesse. Ja. Wir haben sehr viel diskutiert, die Wendy und ich. Sehr viel diskutiert. Also zwischendurch musste sie würgen und dann ein bisschen Kopf überhängen und solche Sachen. Sie will ja mit aller Gewalt da bleiben. Nicht mit aller Gewalt, sondern mir gefällt's bei euch. Ich möchte auf jeden Fall bei euch bleiben. Wendys großer Moment. Ich finde die Zeit bis jetzt war super und ich finde jeden von euch mit seiner Extravaganz urcool und ihr seid liebe Charakterin. Deswegen, ich möchte so gerne bei euch bleiben. Ich finde... Es passt schon, Sie haben es verstanden. Also, und ich nicht. Ich finde euch scheiße. Aber ich dachte mir schon, dass wir alle ziemlich angenehm sind. Und dass man das aushalten kann. Deswegen möchte ich euch bitten, ganz im Ernst, dass ihr uns morgen abwählt. Ich glaube, er ist ein schwieriger Charakter.
Und ich finde es lustig, weil er beim Einzug zu mir gesagt hat, er wird mit niemandem streiten, er kommt mit allen gut aus und so. Und jetzt ist er irgendwie gerade der Unsympathischste hier. Also. Es ist nur so, dass der Josef, wir haben draußen lang miteinander gesprochen. Also ich will raus und ihr wählt mich raus, okay? Und das ist die Kurzversion, ganz einfach. So, ich kann nichts machen, weißt, wenn ein Mensch nicht will, das ist... Da bist du bei einer Wand noch besser dran. Euch fällt es leichter, ich bin draußen und ich rechne fix mit eurer Stimme, okay? Vielleicht will er uns nicht sagen, dass wir ihm zu primitiv sind. Du, es kann auch was sein. Ich bin einfach der Falsche für das Spiel und aus, okay? Das hoffe ich doch, dass sie das tun werden. Es wäre unlogisch, wenn sie es nicht tun werden. Das ist ein Selbstschutz. Wenn das nicht einstimmig ist. Ja, warte, die Entscheidung liegt immer noch bei uns. Können wir machen, was wir wollen. Ja. Das muss jetzt jeder wissen, was er daraus macht. Wir müssen jetzt kein Drama daraus machen, für mich, weil mir geht's. Also, okay. Und deswegen bin ich absolut einverstanden. Obwohl ich nicht möchte. Das ist einfach nicht meins. Findest du ihr gegenüber irgendwie unfair? Weil sie will ja offensichtlich drinbleiben. Ja. Und ohne ihn da kritisieren zu wollen, soll er einen Arsch in der Hose haben. Und das durchziehen. Ja, ist doch so, oder? Na, hoffentlich ist die Wahl erst übermorgen, dann haben wir dich noch zwei Tage. Nein, es ist halt so. Nee, du bist da nicht herkommen, damit es gleich wieder. Genau, das habe ich mir gedacht. Weil wir sind am Anfang von einem Spiel und es ist alles offen und es ist eh super cool bis jetzt. Ich habe von der Wendy gehört, dass der Josef sich hier nicht so wohl fühlt, weil das halt nicht so sein Niveau hier ist und so. Und dann denke ich mir, sorry, Josef, aber dein Niveau ist jetzt nicht so viel höher. Also ich meine, wir sind hier im Forsthaus Rampensau, wir sitzen jetzt gerade nicht im Don't Co. Also was willst du jetzt? Also ich hoffe, dass die meisten in dem Fall sich dafür entscheiden, dass der Josef da bleibt. Oh Gott, ich heule auch gleich. Aber jetzt muss ich mal auf jeden Fall... Ja, mach doch mal eine Pause. Gut. Der zweite Abend im Forsthaus bricht an. Bis auf Josef sind die Rampensäue angekommen. Skikurs-Feeling macht sich breit. Und was gehört da dazu? So ein kleiner Flirt natürlich. Bei Peter Rapps Tochter Rebecca hat das Schicksal scheinbar eine kleine Liebelei vorgesehen. Bekommt Flirtinator Lev einen prominenten Schwiegerpapa? Darüber sollte man besser früher als später reden, denn keiner weiß, wer morgen abgesägt wird. Und falls es die letzte Nacht für die beiden ist, Carpe Noctem und so. Also bringen wir es gleich hinter uns. Die Rebecca und ich haben gestern beschlossen, wir müssen noch mal kurz reden. Weil so geht es nicht weiter. Ihr sprecht uns die ganze Zeit da aufeinander an und die anderen Rampensäue machen ja auch brav und fleißig mit. Warte hier. Sagen wir mehr. So. Oh Gott im Himmel. What happened? Also, was bist du gefragt? Was? Was bist du gefragt? Also eigentlich nur so, was da ist. Ja, also der Lev und ich, wir wissen ja, dass wir hier übereinander ausgefragt werden. Und da haben wir gedacht, jetzt reden wir es halt mal aus. Hast du überhaupt einen Freund? Nein. Okay, gut. Ich habe auch keine Freunde. Nein. Das nicht. Ich date momentan jemanden. Okay, cool. Ja, aber ich bin nicht vergeben, definitiv. Okay. Nicht. Gar nichts ist da passiert. Was soll passiert sein? Gequatscht haben wir ein bisschen. Im Sinne von, naja, Alter, was ist denn da eigentlich los? Warum sie die ganze Zeit sprechen halt? Sprecht ihr uns aufeinander an? Dabei ist einfach halt eine leibernde Energy zwischen uns. Das ist alles. So, das ist passiert. Das ist wahnsinnig amüsant. Ich muss schon sagen, es macht mir Spaß, ja. Aber es ist schon lustig, Alter, ganz ehrlich. Ist es, voll. Nein, wirklich, nämlich. Ja. Voll, vor allem die Chemie passt doch einfach so. Das war so von Day One einfach so, okay, instant Buddy einfach in the nur, house. Weißt du, was ich meine? So urangenehm. Und dann war es so, okay, ja, passt, wir sind nämlich da im Zimmer. Und dann, keine Ahnung, 3 Stunden später oder 4 Stunden so, es hat sie auch im Zimmer. Es war wirklich genau das. Ja, ich habe mich auch gefreut. Gut, Alter. Voll, die passt. Eine leibende Energy. Das ist eine schöne zwischenmenschliche, gegenseitige... Ui, ein Sprudel. Ja, scheiße, aus der Geschichte bin ich nicht mehr raus. Ja, aber wir machen es ja nur schlimmer die ganze Zeit. Ja, das aber ist eh wurscht. Mich stört das nicht. Stört sie nicht? Nein. Okay, mich stört es auch nicht. Nein, ich bin am Daten eigentlich. Okay. Und
Nein, ich mag auch nicht aufdringlich sein oder sonst irgendwas, weißt du? Ah, da ganz ehrlich, ein paar Blicke zuwerfen oder ein bisschen. Ja, was? Ich weiß nicht. Das ist schon, wie sie schmusen, glaubst du? Wie ja, ist das schmusen gewesen, was der Herr gesagt hat? Nein, das kann nicht schmusen. Wie kommst du denn auf Schmusen? Ja, also ich verstehe es nicht. Ich wollte nicht schmusen sagen. Ja, wolltest du? Nein, ich wollte sagen. Sicher nicht schmusen. Nein, ja. Nein. Schmalzbrot. War gar nicht im Gespräch. Schmus war nicht im Gespräch. Der Lev hat halt sehr, sehr viele anzügliche Gedanken in seinem Kopf und ich finde es wahnsinnig amüsant. Ein bisschen Blicke zu werfen und herumflirten ist eine Sache, ja. Aber es ist so, was so weird mit den Kameras irgendwie, keine Ahnung. Na klar. Oder? Voll. Ich bin schon, ich weiß nicht. Of course it is. Keine Küsse, keine Bussis, es gab noch gar nichts. Komm, entspann dich, Süßer, und bleib locker. Es wird dir sehr gut gefallen. Nein. Nein, ich gehe am zweiten Tag nicht mit einem fremden Typen ins Bett. Das mache ich nicht. Natürlich am Tisch. Love Lev scheint da freigeistiger zu denken und hat inzwischen wieder bei Tara Platz genommen. Von ihr hat er ja am Vorabend ein Betthupferl-Busserl stibitzt. Aber er wollte richtig deep into it, weißt du? Geht heute mehr? Rappelt's in der Kiste mit Rebecca? Ich würde nach zwei Tagen nicht mit einem Mann schlafen, ja, den ich nicht kenne. Ja, natürlich nicht. Nein, eben. Aber er wollte voll dahin. Und spätestens jetzt, lieber Lev, musst du dich entscheiden. Ja, ich war ein bisschen überrascht, wo ich dann auf einmal so mitbekommen habe, dass der Lev anscheinend sehr viel mit der Rebecca flirtet. Schon? Ja. On day two? Tag zwei. Fuck. 10 more days to go. Herzlich Spaß. Aber man spielt nicht mit Tara. Ich habe vorhin so was geredet, habe mitgekriegt, dass er auch die ganze Zeit mit der Rebecca flirtet. Und zwar anscheinend richtig. Aber ich habe auch gesagt, er flirtet mit mir. Ich habe damit gesagt, also. Ja, und vor allem, wenn das schon so intensiv ist, flirten, ist dann schon wieder sehr verstehen. Ich bin die dumme Zweite mit der Flirte, während er die ganze mit anderen auch flirtet. Ich fand das cute, so flirten, aber dann so, ne?